Gegen 14.15 Uhr ist in Marburg ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger festgenommen worden, der im Verdacht steht, über das sogenannte Darknet Waffen und Munition verkauft zu haben. Und dieser Beschuldigte soll unter anderem die Waffe und die Munition, die für den Amoklauf in München am 22. Juli dieses Jahres verwendet worden ist, geliefert haben. Ausgangspunkt für die Festnahme waren sehr umfangreiche Ermittlungen. Das ist uns auch ganz wichtig. Also wir sind jetzt nicht durch Zufall in diesen Ermittlungserfolg reingestolpert, sondern dieser Ermittlungserfolg ist das Ergebnis einer langwierigen, akribischen Arbeit, die sich eben in den Tiefen des Darknets vollzieht. Sie brauchen dort speziell geschulte Ermittlungsbeamte, die sich sowohl mit den technischen Gegebenheiten und Spezifikationen auskennen, die aber natürlich auch mit den szenetypischen Besonderheiten vertraut sind. Und sie müssen also, wenn sie Ermittlungen in diesem Umfeld führen, auch genau wissen, wer sind ihre Adressaten, welche Interessen haben die, Fachkenntnisse müssen vorhanden sein, weil die Kommunikation mit jemandem, der Waffen verkauft, ist relativ schnell beendet, wenn also ihr mutmaßlicher Gegenüber nicht auch über ausreichend spezifische Kenntnisse Ausgangspunkt für unsere Ermittlungen waren zwei Ermittlungserfolge. Einmal gegen einen 62-jährigen Buchhalter aus Nordrhein-Westfalen und einen 17-jährigen Schüler aus Nordhessen. Beide Beschuldigten stehen in Verdacht von unserem mutmaßlichen Verkäufer, der am 16.08. festgenommen werden konnte, ebenfalls Waffen und Munition erworben zu haben. Im Anschluss haben wir dann die Ermittlungen fortgeführt. Unser Interesse galt natürlich ganz stark den mutmaßlichen Lieferanten dieser sichergestellten Schusswaffen und Munition ausfindig zu machen. Wir haben dann im Zuge der Ermittlungen Kontakt aufnehmen können zu dem mutmaßlichen Verkäufer. Im Rahmen der sich dann anschließenden Kommunikation zwischen Beamten des Zollfahndungsamtes und unserem mutmaßlichen Waffenhändler wurde ein sogenanntes Scheingeschäft vereinbart. Im Zuge dieser Kommunikation zwischen den Beamten des Zollfahndungsamtes und dem mutmaßlichen Verkäufer hat der mutmaßliche Waffenhändler sich dann dahingehend eingelassen, er habe die anlässlich des Amokslaufs in München am 22. Juli diesen Jahres verwendete Pistole und die Munition an den Amokläufer von München geliefert. Er hat dazu detaillierte Angaben gemacht. Er hat also insbesondere die Daten genannt, an denen diese Übergabe erfolgt sein soll. Er hat zum einen am 20. Mai diesen Jahres die Schusswaffe Glock Modell 17 plus 100 Patronen zum Preis von 4.000 Euro an den Amokläufer von München veräußert. Und dann kam es zu einem weiteren Treffen in Marburg. Das fand statt am 18. Juli diesen Jahres. Und dort sind dann nochmal von unserem mutmaßlichen Waffenhändler 350 Patronen im Kaliber 9x19 mm, also die Munition, die für die Glock eben verwendet werden kann, zum Preis von 350 Euro an den späteren Amokläufer von München verkauft worden. Die Person ist dann vorläufig festgenommen worden und im Zuge der sich anschließenden Vernehmung hat der mutmaßliche Waffenhändler auch bereits Angaben gemacht. Er hat uns insbesondere Hinweise gegeben zu einer Kiste, in der sich weitere Waffen und Munition befinden sollten. Er hat konkrete Angaben dazu gemacht, wo diese Kiste aufbewahrt wird, nämlich in der Nähe einer Autobahn im Nahbereich Köln. Dort auf einer Verkehrsinsel hatte er diese Kiste vergraben und in dieser Kiste, die wir dann gestern Abend im wahrsten Sinne des Wortes gehoben haben, sind dann nochmal aufgefunden worden eine Maschinenpistole und vier weitere halbautomatische Pistolen nebst Munition. Auch diese Asservate können Sie dann im Anschluss in dem Nachbarraum Foto- und Filmausnahmen fertigen. Sie sind drüben aufgestellt.